Guten Morgen hier aus Fort Lauderdale in Miami und herzlich willkommen zum zweiten Video. Ja, zweites Video. Und wir sind heute Morgen wegen Jetlag mega früh aufgewacht. Ich glaube, also ich war heute Nacht um 3 wach und danach nochmal um 6 und dann bin ich aufgestanden, weil ich dachte so, ja, ich kann jetzt eh nicht mehr schlafen. Und was wollte ich sagen? Ja, ich bearbeite jetzt mal schnell noch das Video von gestern und dann müssen wir noch ein bisschen einkaufen gehen. Weil, ja, ich dachte so, ja, es wird ja warm in Miami, ne? Ist ja Miami so. Gestern hatten wir 16 Grad und heute wird es, glaube ich, nur so 19, 20 Grad. Und ich habe halt einfach keine Pullover dabei, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und deswegen müssen wir noch kurz einkaufen und dann keine Ahnung, was wir heute noch machen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal unser Haus für diejenigen, die es noch nicht kennen, die bei den letzten Miami-Vlogs noch nicht dabei waren. Weil, ne? Mhm. Und von daher, viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das Haus auch so wie mir, weil auch wenn es ein bisschen klein ist, ist es wirklich so toll gestaltet und es gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir gehen jetzt nochmal frühstücken beim IHOP. Ist hier schon so ein bisschen Tradition geworden und ich stehe hier gerade in unserem persönlichen Urwald. Aber ja, wir haben jetzt gerade 9.47 Uhr und deswegen zweites Frühstück ist immer gut und danach gehen wir vielleicht ein bisschen was einkaufen. Who knows? Abwarten und das Wetter ist, also es ist ein bisschen wärmer geworden schon in letzter Zeit. So, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Pullover für mich, wie ich ja heute Morgen schon gesagt habe. Wir waren gerade im kleinen Einkaufszentrum, da haben wir nichts gefunden und jetzt gehen wir in die größte Mall Amerikas. Da waren wir auch vor letztes Jahr mit Laura. Rotiert gerade die Kamera so? Naja, auf jeden Fall machen wir es jetzt auf den Weg dahin. So, Freunde der Sonne, ich wollte gerade die Zeit sinnvoll nutzen und meine Projekte für die Uni hochladen. Weil wir müssen es irgendwie online machen. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich gerade eine halbe Stunde hingesetzt und habe versucht, das hochzuladen. Ne? Und es sind wirklich nur PDF-Dateien. Ja, hat nicht so funktioniert. Da steht dauernd Error und das ist nicht funktioniert und so. Jetzt muss ich morgen mal mit der Uni reden, dass sie das irgendwie klären oder so. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen, weil das ist ein bisschen zu viel Aufregung. Vor allen Dingen, weil ich gedacht habe, nice, kann ich es am ersten Tag direkt hochladen. Und hab's dann aus dem Kopf. Ja, wird wohl nichts. Ich hoffe, dass ich das jetzt echt morgen mit der Uni mal kläre. Und wir fahren jetzt nochmal kurz zum Strand, weil die Sonne geht dann bald unter. Und genau, ich hoffe, das klärt sich alles. But your heart's so cold, I see it in your face from a mile away. Feeling my face.
game, screaming out your name. Shackled in your chair, screaming out your name. But it still feels right to me.